Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal einen Rückblick zum Rückblick. Und wir schauen uns die Bücher aus der Rache des Sub an, aus dem ersten Halbjahr 2021. Also die Bücher, die von Januar bis Juni 2020 sozusagen bei mir eingezogen sind, die ungelesen waren. Das waren 11 an der Zahl. Und da werden wir jetzt mal schauen, habe ich die Bücher gelesen? Habe ich sie gefeiert? Habe ich sie abgebrochen? Liegen sie vielleicht noch auf dem Sub? Und wenn ja, also wenn sie noch auf dem Sub liegen, woran könnte es liegen? Bleiben sie dort? Werde ich sie ausmisten? Oder ja, was mache ich mit denen? Ich habe das bei anderen Booktubern schon gesehen und die koppeln das sehr häufig an eine Spende, wenn sie das Buch ungelesen, aber behalten wollen. Ich gebe sowieso eine Spende über meine gelesenen Bücher an ja, 7 Katzen Leben e.V. und ich werde da einfach jetzt den Betrag ja, daran auch ein bisschen koppeln, erhöhen und mir auch pro Buch, ja, vielleicht so 5 Euro nehmen und die dann nochmal on top legen. Es waren 11 Bücher von Januar bis Juni und wir gehen die Bücher einfach pro Monat durch. Ich habe mir die hier in mein Bullet Journal eingetragen und ja, bin jetzt sehr gespannt. Ich glaube, es macht auch Sinn, sich durchaus diese Bücher mal wieder anzusehen und vielleicht machen wir das jetzt einfach so in einem halbjährlichen Rückblick und gucken uns an. Ja, weil ein paar Monate möchte ich den Büchern natürlich trotzdem geben. Das heißt, wenn ich es jetzt im Juni das letzte Buch sozusagen auf dem Sub hat, hätte es jetzt fast ein halbes Jahr Zeit gehabt, gelesen zu werden. Bei mir ist jetzt Ende November und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitraum, weil ja, aber wir gucken jetzt einfach mal. Ich möchte gar nicht hier vorher schon um Kopf und Kragen ringen. Man weiß manchmal nie, was so kommt. Im Januar ist offen gewesen. Meistens kommt es anders, wenn man denkt, glaube ich, von Petra Hülsmann. Habe ich abgehakt, dementsprechend auch gelesen. Ich weiß, dass es mir so okay gefallen hat. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ob ich es abgebrochen oder ähnlichem habe. Es hat bei mir einen Haken bekommen, was theoretisch dafür steht, dass ich es auch beendet habe. Und ich hatte hier, glaube ich, einen humorvollen Roman erwartet und ich habe das, glaube ich, auch bekommen. Es war leicht, locker und dementsprechend ist der Januar schon mal gelesen und abgehakt. Im Februar gab es 3 Bücher, die ungelesen waren. Zum einen Shape of Water von ja, Guillermo del Toro und ja, habe ich auch gelesen, habe ich auch für sehr gut befunden und habe dann auch den Film auf Netflix, glaube ich, mir angesehen. Also hat mir auch beides sehr gut gefallen. Ich mochte diese besondere Anziehungsliebesgeschichte mit der Wasserkreatur sehr gerne. Ich fand das sehr subtil, sehr atmosphärisch und ja, habe ich in sehr guter Erinnerung. Das Jahr des Rehs habe ich abgehakt, dementsprechend auch gelesen. Ich kann mich da auch vage dran erinnern. Da ging es, glaube ich, um 2 Freundinnen, die sich lange, lange nicht gesehen haben und dann aber irgendwie anfangen, Briefe zu schreiben, E-Mails zu schreiben oder telefonieren sie irgendwie so und dann irgendwie wieder mehr Kontakt zueinander haben. Ja, es war, glaube ich, auch irgendwie nur okay. Mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht mehr sagen. Und dann auch Gaviotas, das war so eine Dystopie, wo eine Gemeinschaft im Grunde total autark leben wollte, sich auch diesen Umwelt-Klimathemen gewidmet hat. Da habe ich angefangen, habe es abgebrochen. Den Hinweis habe ich mir hier gegeben. Dementsprechend, ja, angefangen, gelesen, aber es war nicht meins. Im März sind 2 Bücher und tatsächlich habe ich die nach wie vor nicht gelesen und ich verstehe auch immer noch nicht, warum. Also zum einen ist das Die schönste und die traurigste aller Nächte von Mauricio Gomide. Ich glaube, das war ein Portugiese, ein Brasilianer. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ja, aus dem Portugiesischen zumindest. Ja, das war mal von irgendwem ein Highlight und dann ist es bei mir, ich glaube, auch als ja, gebrauchtes Buch eingezogen. Und das klingt so, so schön. Es heißt auch, hat einen Film mit Worten gemacht, ein Juwel, eine Liebe stärker als die Zeit. Liegt noch auf dem Sub. Ich werde es jetzt ganz, 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 ganz nach oben auf dem Sub sozusagen liegen. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das wäre jetzt aber das erste Buch, was sozusagen ungelesen ist. Und auch das zweite Buch aus dem März, Tage wie Salz und Zucker, war, glaube ich, eine Empfehlung von Sarah Sophie, wenn ich mich nicht irre, von Sherry Shattuck. Und das sieht auch vom Cover und von der Haptik, habe ich das, glaube ich, als Mängelexemplar ergattert. Ein schwerer Fall von Leben, ein wunderbarer, unwiderstehlicher Roman über eine Frau, die man so schnell nicht mehr vergisst.
Ja, ich kann es nicht sagen. Also beide Bücher aus dem März noch ungelesen wären jetzt dementsprechend 10 Euro, die ich auf jeden Fall spenden würde. Ich bin oder werde. Ich weiß auch nicht. Ich lege die jetzt ganz, ganz oben auf meinem Substapel. Vielleicht bekomme ich sie ja dann doch irgendwie noch in diesem Jahr weg. Nichtsdestotrotz sind sie jetzt zum Rückblick Zeitpunkt ungelesen und ich verstehe das tatsächlich. Vielleicht sollte ich einfach mal reinlesen. Das hilft ja manchmal auch schon. Im April war es nur Brida von Paulo Coelho. Das Buch habe ich auch gelesen und habe auch noch ein weiteres Buch von Coelho dann gelesen. Da ging es ihm um den Jakobsweg. Ich fand Brida ganz okay, aber war jetzt auch nicht der beste Coelho. Im Mai habe ich insgesamt 3 Bücher aufgeschrieben. Zum einen Maskenmacht. Das habe ich gelesen und abgebrochen. Ich hatte mir hier auch nur hingeschrieben, circa 50 Seiten angelesen. Das war so Dark Fantasy, die aber schon in eine Richtung auch gegangen ist, die so diesen erotischen Dark-Anteil hatte. Was ich mir jetzt unter Dark Fantasy, kann man sich halt auch The Witcher vorstellen. Na, also das ist natürlich immer schwierig. Ich fand hier das Cover mega. Ich weiß, dass Jasmin Zipperling sehr, sehr davon geschwärmt hat. Deswegen ist es damals bei mir eingezogen. Ja, leider abgebrochen. Mit dir für alle Zeit war, glaube ich, dieser Zeitreiseroman, der in New York an dieser Uhr spielt. Wobei Zeitreiseroman war es dann gar nicht. Und das war, glaube ich, auch eine Geschichte, die ganz anders war, als ich sie erwartet habe, weil da jedes Jahr eine Frau an diese Uhr kommt und ein Mann trifft sie und irgendwann finden sie heraus, dass sie eigentlich tot ist, also dass sie tot ist und dass sie hier aber irgendwie trotzdem noch eine Aufgabe hat. Ich habe mir hier nur einen Haken hingemacht, ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob ich es nicht doch abgebrochen hatte oder ob ich es zu Ende gelesen habe und es für mich kein Highlight war. Ich glaube, ich hatte mir mehr unter dieser Zeitreise oder unter dieser Geschichte erwartet, aber okay. Und dann ist noch offen aus Mai das Buch der gelöschten Wörter. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch einen zweiten, wenn nicht sogar schon den dritten Teil. Ist ein E-Book, geht manchmal einfach bei den Sub-Büchern unter, werde ich mir jetzt aber auch mal gedanklich auf die Sub-Nach-Oben-Liste sozusagen schieben, vielleicht tatsächlich auch mal irgendwo hinschreiben, dass das ein E-Book-Sub-Buch ist, was schon länger auf dem Sub liegt. Ja, ich weiß, dass das hier auch so ein bisschen so eine Jugend-Fantasy-Geschichte war. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Aber sollte ich unbedingt mal reinlesen und wenn es dann tatsächlich auch noch der Auftakt einer Reihe ist, die vielleicht wirklich toll ist, dann wär's das was. Also das dritte Buch sozusagen aus diesem Halbjahr. Und dann haben wir im Juni kein Buch gehabt. Also im Juni habe ich mir ein Smiley hingemacht, kein Buch. Also waren es 11 Bücher, im Grunde nur in 5 Monaten. Und davon habe ich jetzt 3 gezählt, die noch ungelesen sind. Zum einen Die schönste und die traurigste aller Nächte, Tage wie Salz und Zucker und als E-Book das Buch der gelöschten Wörter. Also insgesamt 15 Euro, die ich jetzt im Grunde zusätzlich zum Jahresende auf jeden Fall an 7 Katzenleben e.V. spenden werde. Ich werde 7 Katzenleben e.V. auch mal unten in der Infobox verlinken, guckt da gerne mal vorbei. Wir haben hier eine spanische Tierrettungsverein, das war kein gutes Deutsch, die sich besonders eben Katzen annehmen, die in der Pereira landen. Das sind Tötungsstationen. Nicht alle dieser Stationen töten tatsächlich, wenn sie voll sind, aber es ist dort eben nicht, überhaupt nicht vergleichbar mit einem Tierheim oder Ähnlichem, was man aus Deutschland kennt. Und die haben zum Beispiel auch Katzenkolonien, die sie unterstützen, wo sie eben auch kastrieren, die Katzen versorgen, aber eben durchaus diese streunenden Katzen, wenn sie denn kastriert sind, eben auch einfach dort leben lassen. Weil es gibt natürlich auch viele Katzen, die es gar nicht gewöhnt wären, in der Wohnung gehalten zu werden oder die gar nicht vermittelbar sind. Und da setzen sie sich aber für Kastrationsaktionen ein, was ich sehr, sehr wichtig finde. Also ich wäre sowieso für eine Kastrationspflicht. Ich würde auch, geht jetzt beim Tierschutz wahrscheinlich zu weit, aber ich wäre definitiv für eine Kastrationspflicht, weil ich glaube, dass das wirklich das Leid von vielen, vielen Tieren reduzieren würde und vermeiden würde. Aber und ich packe ja sowieso Geld für jedes meiner gelesenen Bücher zusammen und spende das so in der Regel 2-3 Mal im Jahr. So früher war es immer mal quartalsweise, mittlerweile ist es eher so 2-3 Mal im Jahr. Und zum Jahresende geht auf jeden Fall dann jetzt das Halbjahr sozusagen an 7 Katzenleben e.V. und da packe ich die 15 Euro auch mit drauf. Also schaut euch da gerne mal um. Man kann da auch Katzenpatenschaften übernehmen und da habe ich auch einen ganz süßen schwarzen Kater. Also guckt da gerne mal vorbei und
Ich bin tatsächlich ganz zufrieden, dass von diesen 11 Büchern nur 3 Bücher noch ungelesen sind. Wie gesagt, bei den 2 verstehe ich, ich habe die hier liegen habe nicht ganz. Das E-Book, das passiert einfach. Also ich habe den E-Book-Sub manchmal nicht so im Blick, aber sollte das wohl definitiv auch mehr haben. Aber ja, ich bin ganz zufrieden. Sagt mir gerne mal, ob ihr euch diese Art Rückblick vielleicht wirklich so halbjährlich wünscht. So hat man eben auch durchaus ein bisschen, ja, knapp bis halbes Jahr zumindest für den letzten Monat gehabt. Ja, sagt mir gerne mal Bescheid, ob euch das so weit gefällt, ob ihr euch das irgendwie anders vorstellt. Lasst mich das gerne wissen. Lasst uns gerne ein bisschen über die Bücher sprechen, die ich vielleicht auch gelesen habe, abgebrochen habe. Die aber vielleicht auch noch auf dem Sub liegen. Vielleicht wollt ihr jetzt ganz viel schwärmen für die 3 Bücher. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann freue ich mich auf den Austausch und die Rache des Sub. Gar nicht so rachig, wie ich es vielleicht irgendwie befürchtet oder erwartet habe. Wobei ich jetzt auch tatsächlich 11 Bücher in dem Halbjahr gar nicht so schlecht finde, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, es ist es wird, glaube ich, demnächst schlimmer, wenn ich jetzt so mir den August, September, Oktober hier angucke. Da sind noch nicht so viele Haken. Sollte ich mal dran arbeiten, aber es ist, wie es ist. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.